Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt immer noch Leute in Deutschland, die völlig ohne Ironie, wohlbemerkt, Robert Habeck danken für die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Kein Spaß. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ihr habt es vielleicht selber gerade gelesen, ja, die Industrieproduktion ist jetzt nochmals zum Vormonat extrem eingebrochen um satte 1,4%. Das macht jetzt mittlerweile in den letzten 6 Jahren einen Rückgang der Industrieproduktion in Deutschland um 12%. Wir gehen gleich noch ein bisschen näher darauf ein, aber jetzt müssen wir ganz kurz, und ich will euch einfach hier an diesem Abend wirklich kurz nochmal zum Lachen bringen. Und deswegen zeige ich euch jetzt ganz kurz hier mal diesen Tweet hier von Wolfgang Gründiger. Falls ihr jetzt nicht wisst, wer Wolfgang Gründiger ist, ja, und zwar ist er hier so ein Unternehmer, Chief Evangelist nennt er sich, von npal.de und Top 40 unter 40 vom Capital Magazin und übrigens auch European Digital Leader vom WEF. Also scheint ein richtig sympathischer Dude zu sein. Und der schreibt jetzt hier, Deutschland steigt zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf. Inflation sinkt drastisch. Staatsschuldenquote sinkt auf Stand vor Corona. Gasspeicher zu 100% voll. Kohleverstromung fast halbiert. Danke, Robert Habeck. Und zwar völlig ohne Ironie schreibt er das. Zum Glück gibt es solche Leute wie Diego Fastnacht, der das Ganze schon direkt einordnet, weil nämlich in Japan die Währung um 50% abgewertet ist. Für die Inflation ist natürlich hauptsächlich die EZB verantwortlich. Der Beitrag der Ampel ist eher schädlich. Die Staatsschuldenquote sinkt durch die Inflation und nicht durch die deutsche Rezession. Gas, ist in der Menge überhaupt erst notwendig, weil man ideologisch bedingt aus der Kernenergie ausgestiegen ist. Genauso sehe ich das auch. Und wenn wir jetzt uns mal ganz kurz hier diese Industrieproduktion nochmal anschauen, ne? Schaut mal, die liegt jetzt insgesamt 3%, 3,7% sogar niedriger als noch im Jahr zuvor. Schauen wir uns hier die gesamte Lage an, dann sehen wir jetzt hier Deutschland noch im Jahr 2018 und jetzt hier Rückgang, Rückgang, Rückgang natürlich hier durch Covid bedingt, aber ihr merkt, es gibt keinen Aufholeffekt nach Covid, sondern es geht hier weiter bergab. So ein bisschen so, als wäre Covid eigentlich so eine Art Inflection Point gewesen in Deutschland, wo es eben in vielen anderen Ländern eben auch danach wieder eine erhöhte Tätigkeit gab, über das Niveau hinaus, ja. Schauen wir uns beispielsweise auch die ganzen europäischen Flughäfen und so weiter an. Ich meine, mittlerweile sind ja viele andere Länder in der EU auch so ein bisschen im Rezessionsmodus. Aber immerhin gibt es beispielsweise bei dem ganzen Flugbetrieb und bei der Ausbau, ja, Kapazität der einzelnen Flugplätze eigentlich in den meisten Städten, beispielsweise auch in Spanien und so, schon lange wieder 100%, wenn nicht sogar 105% oder sogar noch mehr des Vor-Corona-Niveaus, während in Deutschland die Flughäfen immer noch bei ungefähr 70% sind. Ja, dafür haben wir immer mal wieder eine spannende Geiselnahme an unseren Flughäfen. Aber egal, es ist einfach so krass. Wie kann man hier für diese Politik einfach Habeck danken? Man müsste an dieser Stelle immer mal festhalten, es muss nicht so schlecht in Deutschland laufen. Ja, und klar, nicht jeder Grund, ja, zum Beispiel in der Bautätigkeit, nicht immer ist jetzt die Regierung an allem schuld. Die steigenden Zinsen beispielsweise sind ganz klar auch ein maßgeblicher Einflussfaktor. Aber es ist hier auch, wie der Diego Fastnacht ganz richtig schreibt, eben diese Doppelklatsche, die die ganze Zeit kommt. Einerseits die steigenden Zinsen und auf der anderen Seite eben diese katastrophale Politik, die hier in Deutschland gemacht wird. Und noch heftiger als in der Industrieproduktion. Ich meine, man muss sich das einfach nur angucken. Dieser Graph sagt halt einfach alles. Und wir sehen das halt eben immer weiter. Es gibt immer weitere Auswirkungen. Ich habe gerade gesehen, ja, ein Drittel aller Einzelhändler jetzt direkt vor dem Weihnachtsgeschäft, wo man ja eigentlich denken müsste, Einzelhandelsgeschäft, ja, wir haben keine Covid-Pandemie mehr, wir haben keine schwachsinnigen Maskenmandate mehr und so weiter. Wir können jetzt eigentlich wieder freudig einkaufen gehen. Jetzt kommt eigentlich der wichtigste Monat bald für das Einzelhandelsgeschäft. Aber ein Drittel
aller mittelständischen Einzelhandelsunternehmen in Deutschland denken über eine Geschäftsaufgabe nach. Ein Drittel, 33,33%. Das muss man sich mal vorstellen. Also das Problem ist natürlich, dass all diese ganzen einzelnen Industrien, wenn die industrielle Produktion halt eben nachlässt, eben nach und nach eben auch in die ganzen anderen Produktionsbereiche und eben wirtschaftlichen Bereiche mit hineinziehen. Und ähnlich ist es jetzt hier, wenn wir uns das nochmal anschauen im Baugewerbe, da sieht man es eigentlich noch dramatischer. Schaut mal hier, ne? Er schreibt auch hier, im historischen Ausmaß bricht das Baugewerbe mittlerweile ein. Das 20. Mal in Folge sinken die Neuaufträge. Das 20. Mal. Immer mehr Beschäftigte werden jetzt auch entlassen. Die gesamte Bautätigkeit geht deutlich zurück. Ja? Und zurzeit wird er halt einfach von politischen Rahmenbedingungen getroffen, muss man einfach sagen, die in überhaupt keiner Art und Weise mehr für eine Besserung im Baugewerbe halt sprechen. Und ja, schaut es euch einfach an. Hier am allerschlimmsten trifft es den Wohnungsbau, wo man es eigentlich hier am dringendsten hätte. Ihr seht es einfach, ne, wie stark er zurückgeht. Das Ganze ist übrigens saisonbereinigt. Der gewerbliche Bau, der ist hier nicht ganz so stark runtergegangen, genau wie der Tiefbau, aber insgesamt natürlich trotzdem jetzt hier seit 2019 auf dem absteigenden Ast. Und man denkt sich so eigentlich, ne, ich meine, eine Krise kann es immer geben, völlig klar. Auch Covid-Pandemie, völlig klar. Ja, auch wenn die Maßnahmen natürlich teilweise völlig übertrieben waren. Aber geschenkt. Dann muss es danach eben immer auch eine Gegenbewegung geben. Und dann gibt es eigentlich normalerweise neue Innovationen und dann gibt es neues Wachstum und so. Aber es hat hier ganz klar eine politische Ursache zur Folge, dass eben immer mehr Unternehmen tatsächlich insolvent gehen. Und dass man sich jetzt das auch noch bei dem Einzelhandelsgewerbe vorstellen muss, das ist einfach ein weiterer Schlag. Und da werden auch irgendwann, ja, das ist jetzt noch ein bisschen kaschiert durch die Inflation und so, aber irgendwann wird sich das Ganze eben dann auch schlussendlich auswirken auf den Arbeitsmarkt. Ne? Und wenn es dann erstmal anfängt, auch noch dort zu rappeln, dann könnte die Rezession eben nochmal deutlich schärfer kommen. Und wenn das Ganze auch nochmal mit einer erhöhten Arbeitslosigkeit einhergeht, dann weiß ich halt ehrlicherweise wirklich nicht mehr, wie wir da irgendwie noch rauskommen. Ja? Der Punkt ist nämlich einfach der, dass früher, wo wir noch in der breiten Fläche eben eine Industrie haben, und warum ist die so wichtig? Weil eben auch genau dort in der Chemieindustrie beispielsweise, in der Automobilindustrie und so natürlich auch Jobs sind, die eine vernünftige ökonomische Power haben, ja, wo viele Leute eben mit guter Bezahlung und so weiter arbeiten. Das kann man doch nicht einfach so im Gastronomiegewerbe und so weiter erzielen, diese Art von Produktivität und diese Art von volkswirtschaftlicher Power, ja. Und wenn diese Industrien aber mehr und mehr abwandern und einfach gar nicht mehr in der Maße im Volumen her existieren, naja, wie sollen sie dann eben auch bei einer Aufschwungbewegung auch die Volkswirtschaft wieder richtig auf ein Vor-Corona-Niveau oder sogar darüber hinaus katapultieren? Diese Kraft, die lässt natürlich dann auch immer mehr und mehr nach.